13. Kapitel, wie wir in unserem Hause lebten, Fortsetzung. Große Gesellschaft. Etwa um diese Zeit begann auch das gesellschaftliche Leben, und zwar in Gestalt einer Reihe von Woche zu Woche wiederkehrender Gastereien. Über diese Gastmähler, unter denen manches insoweit dem des Belsazar glich, als eine Geisterhand schon den Bankerott des Gastgebers an die Wand schrieb, habe ich in ihrer Totalität nur immer berichten hören, was aber von diesen mal kleineren, mal größeren Gesellschaften auf speziell unser Haus entfiel, das habe ich mit Augen gesehen und davon will ich in Nachstehendem erzählen. Waren wir an der Reihe, so bemächtigte sich des ganzen Hauses eine feierliche Stimmung, die mit der Stimmung bei Hochzeiten eine gewisse Ähnlichkeit hatte, wie denn auch die bekannte Dreiteilung von Polterabend, Hochzeit und Lendemain in der Gestalt von Vorbereitungstag, eigentlichem Festtag und Resteessen wiederkehrte. Welchem dieser drei Tage der Preis gebührte, mag unentschieden bleiben, doch glaube ich fast, dass mir der erste Tag der liebste war. Er verlief zwar unmateriell und entsagungsreich, hatte dafür aber die Vorahnung kommender Herrlichkeit. An diesem Vorbereitungstage erschien, wie in allen anderen Häusern, so auch bei uns die Witwe Gaster, eine renommierte Kochfrau. Sie vereinigte Behagen und Würdigkeit in ihrer Erscheinung und wurde, in dieser letzteren Eigenschaft entsprechend, mit Respekt und unbedingtem Vertrauen behandelt. Sie lebte, bei begreiflicher Abneigung gegen alles das, besonders Süßigkeiten, was sie Tag aus, Tag ein zu produzieren hatte, beinahe ausschließlich von Rotwein und entlehnte das Wenige, was sie nebenher noch an Nahrung brauchte, dem beständigen Fettwrasen, in dem sie stand. Ihr Eintritt in unser Haus war für mich gleichbedeutend mit Postofassen in Nähe der Küche, wo nun alles, was sich vollzog, von mir beobachtet bzw. bewundert wurde. Den Anfang machte immer die Herstellung eines Baumkuchens. Als die Gaster, die darüber Buch führte, den tausendsten fertig hatte, gaben ihr die Swinemünder Hausfrauen ein wohlverdientes Fest. Es gibt auch heute noch Baumkuchen, gewiss, aber die jetzigen sind Entartungen, schwächliche, schwammartige Bleichenwangs, während die damaligen eine glückliche Festigkeit hatten, die sich an den gelungensten Exemplaren bis zur Knusprigkeit steigerte, begleitet von einer vom dunkelsten Ocker bis zum hellsten Gelb reichenden Farbenskala. Ich war immer glücklich, dem Werdeprozess solchen Baumkuchen zusehen zu können. Auf einem riesigen Herde befand sich, nach der Wand hin, ein aus Ziegelsteinen aufgemauertes niedriges Halbgewölbe, das, nach oben zu dachartig vorspringend, nach unten zu schräg zurücktrat. An dieser zurücktretenden Stelle zog sich ein wohl 4 Fuß langes, schmales Kohlenfeuer hin, an das nun zwei kleine Eisenstände mit aufgelegtem Bratspieß und Drehvorrichtung herangerückt wurden. Der auf diesen Ständern ruhende Spieß aber gab sich nicht einfach als solche, vielmehr war ihm ein seiner ganzen Länge nach ausgehöhlter und nach außen hin mit gefettetem Papier überzogener Holzkegel aufgeschoben, der bestimmt war, die Seele des herzustellenden Baumkuchen zu bilden. Und nun mit Hilfe eines an einem langen Stocke steckenden Blechlöffels begann das Aufgießen eines dünnflüssigen, anfangs immer wieder herabtröpfelnden Teiges, so dass das eingeschlagene Verfahren eine ganze Zeit lang wie vergeblich erschien. Von dem Augenblick an aber, wo die Teigflüssigkeit konsistenter und das Abtropfen langsamer wurde, regten sich auch die Hoffnungen wieder, und ehe ein paar Stunden um waren, konnte der prachtvoll gebräunte, zugleich zackenreiche Baumkuchen von dem Holzkegel heruntergenommen werden. Alles dabei war von symbolischer Bedeutung. An das volle Gelingen dieses Pracht- und Schaustückes knüpfte sich das Vertrauen auf das Gelingen des Festes überhaupt. Der Baumkuchen stellte dem Ganzen das Horoskop. Über die Küchentätigkeit des eigentlichen Gesellschaftstages gehe ich hier hinweg und führe stattdessen lieber das Fest selbst herauf. Es wurde dann, ein anderer Raum stand nicht zur Verfügung, ein langer Ausziehtisch in den Salon meiner Mutter geschafft, und alsbald zog sich an dem gelben Moiré-Sofa
mit den 300 Silbernägeln entlang die wohlgedeckte Tafel hin. Erst wenn die Lichter brannten, schritt man zu Tische. Der Tafel Präsidierende kehrte dem großen Spiegel aus der Schinkelzeit jedes Mal den Rücken zu, während alle anderen Gäste sich in dem Spiegelglase mehr oder weniger bequem betrachten konnten. Meiner Erinnerung nach waren es immer Herrendiners, 12 oder 14 Personen, und nur gelegentlich erschien auch wohl meine Mutter mit bei Tische, meist begleitet von ihrer, auch zur Winterszeit, oft monatelang auf Besuch bei uns weilenden, damals noch sehr jungen und hübschen Schwester. Diese letztere passend zu platzieren, erwies sich immer als besonders schwierig, und nur wenn der Alte von Fleming und Hofrat Dr. Kind zugegen waren, war einigermaßen Sicherheit vor extremen Huldigungen gewährleistet. Sich vor solchen Huldigungen zu schützen, entzog sich beinahe der Möglichkeit. Man respektierte vielleicht Tugend, wiewohl mir auch das noch zweifelhaft ist, aber Tugendallüren waren abgeschmackt, und wo lag immer die Grenze zwischen Sein und Schein? Dass sich die Damen gegen Ende der Tafel zurückzogen und nur noch auf eine kurze Viertelstunde wieder erschienen, um beim Kaffee die Honneurs zu machen, versteht sich von selbst. Ich habe weiter oben von der Kochkunst der guten Frau Gaster gesprochen, aber dieser Kochkunst unerachtet war die Bewirtung eigentlich einfach, namentlich gemessen an dem Raffinement, das jetzt bei Gastmählern vorherrscht. Einfach, sage ich, und dabei stabil. Keiner wollte zurückbleiben, aber auch nicht über den anderen hinausgehen. Auf die Suppe folgte ein Fisch, dann feststehend Teltower Rübchen und Spickgans, dann ein ungeheurer Braten und zum Schluss eine süße Speise samt Früchten, Pfefferkuchen und Königsberger Marzipan. Eine fast noch größere Einfachheit herrschte hinsichtlich der Weine. Nach der Suppe wurde Sherry gereicht, dann aber trat ein Rotwein von mäßigem Preis und mäßiger Güte seine Herrschaft an und hielt sich bis zum Kaffee. Das Besondere, das diese Festlichkeiten hatten, lag also nicht im Materiellen, sondern, sonderbar zu sagen, in einem gewissen geistigen Elemente, in dem Ton, der herrschte. Dieser war, auf Anfang und Ende hin angesehen, ein sehr verschiedener. Den Anfang machten fein stilisierte Toaste, mitunter, namentlich wenn das Fest zugleich auch ein Familienfest, also Geburtstagsfeier oder dem Ähnliches war, auch Verse, die, was Formgewandtheit und glückliche Pointen angeht, nicht zu wünschen übrig ließen. Ich habe noch vor kurzem wieder einiges derart unter den Papieren meines Vaters gefunden und bin erstaunt gewesen, wie gut das alles war. Humor, Witz, Wortspiele, sie fehlten nie, bei besonderen Gelegenheiten aber kam auch das Gefühlvolle zum Ausdruck, und die, die einem richtigen Gefühl am fernsten, dem Delirium aber am nächsten standen, erhoben sich dann regelmäßig von ihren Plätzen und gingen auf den Redner zu, um diesen zu umarmen und zu küssen. Dies Küssen bezeichnete jedes Mal den Beginn der zweiten Hälfte des Festes. Je weiter dann die Tafel gedieh, je freier wurde die Tafelberedsamkeit, die nun, von nichts mehr erschreckend, alsbald zu den übermütigsten, oft derb zufassenden Hänseleien oder, wo sich diese verboten, wenigstens zu persönlichen Schraubereien hinüberleitete. Genau das, was man jetzt Utzen nennt. Eines der auserlesensten Opfer dieser Lieblingsbeschäftigung der ganzen Tafelrunde war, wie schon in früheren Kapiteln angedeutet, mein Papa. Längst wusste man, dass er, auf Konversation hin angesehen, 3 Steckenpferde hatte. Die Rang- und Ordensverhältnisse des preußischen Staates, die Einwohnerzahl aller Städte und Flecken unter Zugrundelegung der neuesten Zählung und die Namen und Herzogstitel der französischen Marschälle, einschließlich einer Unsumme napoleonischer Anekdoten, die letzteren meist in Originalfassung. Mitunter wurde diese Fassung auf Satzbildung und Grammatik hin beanstandet, worauf mein in die Enge getriebener Papa mit unverbrüchlicher Ruhe antwortete: »Mein französisches Gefühl lehrt mich, dass es so heißen muss, so und nicht anders.«
Ein Ausspruch, der natürlich den Jubel nur steigerte. Ja, Napoleon und die Marschälle. Das Wissen meines Vaters nach dieser Seite hin war geradezu stupend, und ich verwette mich, dass es damals keinen Historiker gab und auch jetzt nicht gibt, der, was französische Kriegs- und Personalanekdoten aus der Zeit von Marengo bis Waterloo angeht, auch nur entfernt imstande gewesen wäre, mit ihm in die Schranken zu treten. Wo er alles her hatte, ist mir rätselhaft. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er in seinem Gedächtnis ein Fach hatte, drin wie von selber alles hineinfiel, was er bei seiner unausgesetzten Lektüre von Journalen und Miszellensammlungen in eben diesen als seiner Passion dienend vorfand. Obenan, auf dem von ihm beherrschten Gebiete, stand natürlich Napoleon selbst, an dem er übrigens merkwürdigerweise die St. Helena-Tage vor den Tagen seines soldatischen Ruhmes bevorzugte. Dann folgte Ney, sein ganz besonderer Liebling, beinahe Abgott. Nach diesem aber, in einer Art von Salto Mortale, sprang er über alle weiteren, mehr oder weniger berühmten Marschälle, für die er samt und sonders nicht allzu viel übrig hatte, hinweg und wandte sich sofort den Größen zweiten und dritten Ranges zu, also Männern wie Rapp, Duroc, Nansouty, Cambronne, Friant, Lannes. Diesem letzteren, der schon 1809 bei Groß Aspern fiel, war er fast so zugetan wie seinem Lieblinge Ney. Ja, dieser Lannes, dieser Herzog von Montebello. Sonderbar, er soll sehr beschränkt gewesen sein. Aber am Ende, was tut das? Ney war auch beschränkt. Und so bewies er aus der Beschränktheit des einen die Größe des anderen oder stellte wenigstens die Bedeutungslosigkeit der ganzen Beschränktheitsfrage fest. In seiner Hinneigung zu den kleinen Größen lag aber nichts von Zufall oder Laune. Ganz im Gegenteil, er wusste das Warum recht gut. Mitunter waren es nur Äußerlichkeiten, und ihn beispielsweise über Nansouty, der eine Kürassierdivision kommandierte, sprechen zu hören, war ein vollkommener Hochgenuss. Nansouty stand dann leibhaftig vor einem. Ich war in diesen Dingen schließlich selber so zu Hause, dass ich hätte soufflieren können. Woher das so kam, davon erzähle ich an anderer Stelle, wenn ich von meines Vaters sokratischer Methode spreche. Vorläufig aber nach diesem Exkurse zurück zu den Gesellschaftsabenden selbst, deren zweite Hälfte regelmäßig die Komödie des Neckens und Aufziehens heraufführte. Selbst als Wirt war mein Vater nicht sicher dagegen, eher, dass sich das Necken dabei verdoppelte. Von einem dieser Abende, der mir noch besonders lebhaft im Gedächtnis ist, weil seiner auch in späteren Jahren noch öfters und in allerhand Einzelheiten gedacht wurde, will ich hier erzählen. Man war schon beim Dessert und sang eben ein Lied, das Konrektor Beder, ein Stiefsohn der in einem früheren Kapitel erwähnten schönen Frau gleichen Namens, nach der Melodie von »O Schill, dein Säbel tut weh« gedichtet hatte. Meine Mutter und ihren Schwester, die Kaffeestunde rückte bereits heran, hatten wie herkömmlich auf dem gelben Moiré-Sofa Platz genommen, ich selber aber war auf gut Glück mit hereingeschlüpft und hielt mich in Nähe von Konsul Thompson, der sich denn auch ein Vergnügen daraus machte, mir, zum Ärger meiner Mutter, immer neue Massen von Traubenrosinen zuzustecken. Thompson, bequem in allem, sang das Schillied nicht mit, und nur immer, wenn der Refrain kam, fiel er mit aller Macht ein. Am oberen Ende der Tafel aber saß Kommerzienrat Krause und sagte, während er sich, als das Lied schwieg, zu meinem Vater wandte, »Sage mir, lieber Bruder, bei diesem Liede von Schill oder doch nach der Melodie von Schill, ist mir mit einem Male wieder Bertrands Abschied eingefallen. In welchem Zusammenhange weiß ich nicht und ist auch am Ende gleichgültig. Ich möchte nur wissen, ist dieser Bertrand in Bertrands Abschied derselbe, der mit auf St. Helena war? Gewiss ist es derselbe. Es gibt nur einen. Er war, glaube ich, mit in Saint-Cyr und hatte die schwärmerischste Liebe für Napoleon, noch mehr als General Rapp. »Das muss wohl so sein,
denn ich habe da heute in der Times einen Artikel über die nun Gott sei Dank zurückliegenden St. Helena-Tage gelesen und bei der Gelegenheit, ich muss doch sagen, zu meinem Staunen erfahren, dass Bertrand in zu weitgehender Liebe zu seinem Kaiser diesen seine ihm angetraute Frau zeitweilig abgetreten haben soll, so dass Napoleon gewissermaßen dreimal verheiratet war: Josephine, Marie-Louise und Madame Bertrand. Ich kann nur wiederholen, ich finde es etwas übertrieben und möchte wissen, wie du dich zu dieser Sache stellst. Würdest du, meine liebe Freundin wird verzeihen, und er verbeugte sich gegen meine Mutter, würdest du dich zu einem ähnlichen Akt loyaler Aufopferung entschlossen haben? Unbedingt, wenn ich Bertrand gewesen wäre. Das sind Ausflüchte, lieber Bruder, wenn du Bertrand gewesen wärst. Natürlich, wie Bertrand darüber dachte, das wissen wir. Seine Taten sprechen. Aber ich möchte wissen, wie du dich persönlich dazu verhältst. Mein Bruder Eduard, der den Artikel auch gelesen, sprach von Infamie. Das ist zu hart. Alle solche Fragen empfangen in den oberen Regionen eine neue, von dem gewöhnlichen, mehr oder weniger abweichende Beleuchtung. Die moralischen Anschauungen verschieben sich infolge davon und werden freier. Ich glaube, dass die Entscheidung bei Madame Bertrand gelegen hat. Wollte sie, so war es nur in der Ordnung, wenn Bertrand selbst im Punkte der Loyalität nicht hinter seiner Frau zurückbleiben wollte. Du darfst auch nicht vergessen, dass der Kaiser über das verfügte, was man Dämonismus nennt. Friedrich der Große hatte das auch. Sein Auge zwang den Willen der Menschen. Ich glaube, dass du recht hast, und wir müssen am Ende glücklich sein, dass wir nicht in jenen oberen Regionen leben. Wir wären sonst vor nichts sicher. Sind wir auch nicht. Im absoluten Staat gehört alles dem König. Er kann mir nicht bloß meine Frau nehmen, auch meinen Kopf. Das hat er schon, unterbrach meine Mutter und stand auf. Als die Gäste fort waren und die Fenster um frischer Luft willen trotz der mit einströmenden Kälte weit geöffnet wurden, ging mein Vater mit auf dem Rücken zusammengelegten Händen im Zimmer auf und ab. Meine Mutter sah ihm eine Weile zu, dann sagte sie: Nun, Louis, du gehst dir auf und ab wie ein Sieger. Du bist wohl stolz darauf, dass du, wie Krause sagte, deinem Freunde Napoleon die dritte Frau angetraut hast? Mein Vater nickte. Merkst du denn nichts? Fuhr sie fort. Gar nichts. Einen Tag fragen sie dich nach der Einwohnerzahl von Buxtehude, den anderen Tag wollen sie wissen, was mehr sei, das Eichenlaub am Roten Adlerorden oder die Schleife. Durchschaust du denn nicht diese Posse? Mein Vater nickte wieder. Ja, Louis, wenn du das alles durchschaust, dann begreife ich dich nicht, dann weiß ich nicht, warum du ihnen immer wieder den Gefallen tust. Weil ich ein artiger Mann bin und ein guter Wirt. Guter Wirt? Nun, vielleicht, aber das ist es nicht. Du hast bloß die grenzenlose Schwäche, deine Geschichten immer wieder anbringen zu wollen und bist schlimmer als die schlimmsten Anekdotenerzähler, die, wenn man ihnen sagt, kenne ich schon, sich nicht stören lassen und ruhig weitersprechen. Ist es nicht so? Habe ich nicht recht? Ich glaube beinahe, dass du recht hast. Aber was tut das? Ein jeder hat sein Steckenpferd und wir wiederholen uns alle. Nimm es nicht übel, du wiederholst dich auch und betonst namentlich vieles. Bitte, nichts davon. Außerdem aber nehme ich bei diesen Dingen allen Ernstes das für mich in Anspruch, dass ich in einem Fort beflissen bin, nützliche Kenntnisse zu verbreiten. Ich bin kein elender Witz- und Wortspieljäger. Ich kultiviere Historisches und helfe nach, wo nachzuhelfen ist. Und du wirst nicht bestreiten, dass die Summe historischer Kenntnis, namentlich bei den Studierten, ungemein gering ist. Das mit Bertrand, nun ja, vielleicht hätte ich anders antworten sollen, denn sie wollten mich vor dir in Verlegenheit bringen. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Leider nicht. Und das ist das Schlimmste von der Sache.